Nicht mit mir. Nicht mit mir. Jetzt weiß ich, warum ich so bin. Und jetzt weiß ich, wer mir das angetan hat. Und jetzt kann ich kämpfen. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzlerin. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können Sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Wie es alles über Alice hineinstürzt. Schrecklich. Ist das überhaupt der richtige Weg? Es ist ein richtig geiles Setting. Boah, das gefällt mir richtig, richtig gut. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst. Das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein! Arme Lizzie! Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren! Aha, Alice hat's gesehen. Sie hat es gesehen und konnte entfliehen, weil ihre Katze bei ihr war und ihr den Weg gezeigt hat. Und Bambi, das Schwein, er trägt den Schlüssel heute noch wie eine Trophäe an seiner Uhr. Oh. Wo bin ich? Bin ich beim Motor? Bin ich im Kesselbereich? Er sieht so abartig und böse aus, wie er es ist. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Mit meinem Pferdchen! Na komm schon. Immer feste drauf. Und weiter.
Mitten ins Gesicht. Weg mit deiner Hand. Los doch, geh nach Haus. Und jetzt? Ah, komm schon runter, komm schon runter. Oh, das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Okay. Da hat sich auch noch ein paar kleine Freunde mitgebracht. Wie nett. Ja, ich muss mir ja mal holen, was sie hier übrig gelassen haben. Komm. Zeig mir deinen Kopf. Wow, was ist das? Komm, ich treff dich. Mist. Da vorne liegt noch ein bisschen ein Herzchen. Ich sag immer Herzchen. Kommt der nächste. Komm schon, weiter. Sehr schön, sehr schön. Ich brauche hier die Blümchen. Und immer weiter, und immer weiter, und immer weiter. Komm schon, du gehst auch kaputt. Ach, verdammt. Ich glaube, hier muss ich schnell weg. Wenn er hier eiskaltes Hähnchen mit mir spielt. Komm schon. Sehr gut, sehr gut. Ach, er macht dann immer Neues. Ah, und es werden immer mehr. Ich doch. Machst du kaputt? Ich bin nicht da. Sehr gut, sehr gut. Hä? Irgendwas lebt hier noch. Och nee, kommt schon. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Los, droppt mir was. Verdammt. Oh, ich wusste es. Na, glücklicherweise setze ich jetzt hier ein. Ah, eigentlich hatte ich mich wegbewegt. So nicht? So nicht. Au. Komm schon, bleib stehen, bleib stehen. Nein, nein, warum nicht? Das gleiche wieder? Das Schöne ist, dass seine Kreaturen dann auch verschwinden, ne? Und immer drauf. Das passiert wohl, wenn die zweite Hand auch noch weg ist.
Oah. Wieder mal so einer. What? Komm schon. Noch ein Kopf. Komm. Sehr schön. Begnügt sich momentan da hinten mit beobachten, oder was? Nein, nicht lustig. Ah, nicht lustig. Lass mich doch. Au. Ich bin ein bisschen weiter schon als beim letzten Mal. Ja, schon klar. Tot! Na, Gott sei Dank. Ein paar Blümchen für mich. Komm runter. Komm schon runter. Aua. Runter mit dir. Super. Das hat auch nicht geholfen. Der nächste auch, komm schon. Ach, die haben keine Herzchen für mich gehabt. Ich bin hinten. Na, scheiße. Mist. Okay. Gib mir eine Blume, komm. Mist. Doch, hab ich ihn? Mist, immer noch nicht. Wo ist er? Möchte der Drache enden? Mhm. Was machen wir denn mit den Händen? Vielleicht versuche ich dir einfach nur zu entkommen. Nein, sie hat mich. Das gibt's doch nicht. Genau, spuck mich wieder aus, blöde Hand. Hä? Oh, was kann ich denn da jetzt angreifen? Ah, so schlecht. Ah! Dies tut weh. Es ist nicht schön. Wow. So nicht. Oh nein, komm, gib mir was! Ah! Oh. Oh, da ist was drin. Und jetzt wieder ab zum Bad. Schießt damit irgendwas auf mich? Komm schon, die blöde Kanone! Oh,
Scheiße. Was mache ich? Ach, jetzt sind die blöden Hände wieder da. Ich gehe kaputt. Na, hast du keine Lust mehr, Hand? Ist die andere dran. Du kriegst mich nicht! Und? Oh, jetzt wieder du hier, ha? Letzter Kopf, bitte, komm schon. Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tummer Schläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau, Ex-Irre, brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Sie hat ihn getötet. Sie hat sich seiner entledigt. Und jetzt? Jetzt sieht sie das Wunderland. Das Wunderland, das sich vielleicht jetzt wieder zurückkämpft. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt hier die Sprünge im Glas habe, weil Alice aus dem letzten Kampf natürlich noch schwer verletzt hervorgegangen ist. Schneller kann sie nicht gehen. Es ist da. Mitten in London. Vermischt mit den Gebäuden eines ewigen Albtraums. Ich komme da nicht rein. Gut. Ah, Alice. Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Oh, Alice Madness Returns. Das war's. Das war's. Tatsächlich ungefähr zu der Zeit, zu der ich es vermutet hatte, dass es zu Ende gehen würde. Denn das Wichtigste hatten wir bereits erfahren. Bambi, der Mann, bei dem man sich sicher fühlen musste, sollte, er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Alice' Geist so zerrüttet ist. Ich habe dieses Spiel mit sehr gemischten Gefühlen begonnen. Ich wusste ja aus dem Stream, dass es mehr ein Jump and Run ist. Ich habe nicht gewusst,
dass ich so viel Geschichte hierhinter verstecken würde. So viel Tiefgang eigentlich. Und dass man auch so viel Puzzlearbeit erledigen musste. Auf dem Weg zur Wahrheit. Es war die Raupe? Nein, es war die Katze, die jetzt ganz zum Schluss sagte, dass sich das Leiden lohnt, um die Wahrheit zu finden. Ich habe auch teilweise gelitten, oh ja. Den ein oder anderen Kampf lang habe ich ganz schön gelitten. Hier an mir selbst gezweifelt, ob ich nicht vielleicht doch lieber hätte auf leicht spielen sollen. Aber es hatte sich nach jedem Kampf dann gelohnt, das Leiden. Nämlich der Stolz, es geschafft zu haben, ohne jemand anderen um Hilfe gebeten zu haben, ohne irgendwo nachgeguckt zu haben oder ohne den Schwierigkeitsgrad heruntergestellt zu haben. Wobei ich bezweifle, dass das überhaupt möglich gewesen wäre. Ich bedauere es sehr, dass ich nicht erst American McGee's Alice gespielt habe. Aber wie ich mittlerweile weiß, ist es auch unglaublich schwer, an dieses Spiel heranzukommen. Vielleicht werde ich es noch spielen, wenn ich irgendwann einmal eine Kopie davon erhalten kann. Ob es nun durch irgendein Bundle ist, über Steam oder dergleichen erhältlich ist. Mir hat die Reise auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch für euch interessant und vielleicht sogar mal das eine oder andere Mal lustig und spannend, mir dabei zuzusehen. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Ein Psychiater, der die verwahrlosten Kinder bei sich aufnimmt, um aus ihnen Prostituierte zu machen. In dem Moment, wo ich das erfahren habe, ist mir echt schlecht geworden. Es ist nicht mal ein neues Thema. Es ist nicht mal eine neue Idee. Aber es war dann doch viel brutaler, als ich vermutet hatte. Ich hatte zunächst angenommen, hätte im Effekt gehandelt und hätte hinterher versucht, seine Tat zu vertuschen. Insbesondere auch, indem er das einzige Wesen, was eventuell Zeuge seiner Tat gewesen ist, in seine Obhut nahm, um es zu kontrollieren. Gut, dass er Alice dabei zerstört, das war irgendwie klar. Aber was er neben dieser Geschichte auch noch trieb, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich widerwärtig. An einigen Stellen habe ich mich gefragt, warum das Spiel eine so hohe Altersfreigabe hat. Denn die Kämpfe und die Gegner hätten auch ein durchaus jüngeres Publikum spielen können. Das Setting allerdings und auch die Geschichte sind definitiv zu starker Tobak. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, vielleicht auch fürs Mitfiebern. Und würde mich freuen, euch auch demnächst wieder mit einem etwas actiongeladeneren Projekt auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Und bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Dank. Macht's gut!